kehrst du zurück. Du bist noch nicht fertig. Woher wusstet ihr, wo ich dies finden kann? Er hat es mir gezeigt. Ihr habt mir nicht gesagt, was ihr von mir erwartet. Nur, dass du lernst, wozu du wahrlich fähig bist. Finde einen Ork-Anführer, mach ihn zum Häuptling und all seine Krieger sollen dir gehören. Und wohin soll ich diese Armee dann führen? Bring sie zu mir und ich zeige es dir. Marvin wollte, dass wir ihr eine Armee schaffen. Wir werden keine Armee errichten. Wir werden sie kommandieren. Wir müssen einen Uruk-Hauptmann finden und ihn zu einem der unsrigen machen. Nicht weit von hier ist ein Sklaventreiber namens Grublik. Er soll unserer Sache dienen. Mehr als ich erwartet hatte. Mehr, die wir töten müssen, um an den Hauptmann zu gelangen. Zum Fraß vorgeworfen haben, war voller Magen und hat... Grublik. Ich weiß nicht, was Leid bedeutet, aber ich zeig's dir. Nicht so! Schon vergessen! Denk daran, wir brauchen ihn lebend. Zeit für eine Befreiung. Gib deinen Verstand auf! Es ist vollbracht. Er gehört uns. Dieser Hauptmann muss nun zum Leibwächter werden, wenn er je ein Häuptling werden soll. Es beginnt als bloßer Donnerschlag und wächst zu einem Sturm heran.
Steht mir bei oder leidet durch mich. Verschwinde! Dir diene ich nicht. Ich muss Grublik dabei helfen, all seine Herausforderer zu besiegen. Unser Schützling setzt die Furcht als seine Waffe ein. Und wir sind sein unsichtbarer Freund. Ein Freund in den Schatten, der alles sieht. So gebührt es einem Elben. Die Dunkelheit anbrechen. Zu mir, oder ihr liegt tot vor meinen Füßen. Wenn ich nichts unternehme, schneiden sie unserer Marionette alle Strippen durch. Nächstes Mal entkommst du uns nicht so einfach. Ich belohne deinen Einsatz mit meinem Durst nach Blut. Unser Hauptmann kämpft tapfer für uns. Auf mein Geheiß wird er diese Uruks durch Mordor führen. Ich muss mich in den Kampf einmischen. Ich schwöre dir meine Treue und weihe dir mein Schwert. Ich habe die Schwachen unterworfen. Jetzt schließt euch mir im Sieg an. Jeglicher Widerstand wird mit Blut bezahlt. Auf das Blut an unseren Königen! Wir werden niemals sterben. Wir kämpfen für die wahren Uruks. Jetzt, da wir unseren Jäger haben, lass uns unsere Beute jagen. Der Häuptling hat unseren Hauptmann erwählt. Und mit ihm seinen Tod. Nun müssen wir uns für die Schlacht in Stellung bringen.
Seltsames. Dieses Sklavenherz war zu zäh für meinen Geschmack. Herzen schmecken besser, solange sie noch schlagen. Hör nur ihre Worte. Abscheuliche wilde Bestien. Eben diese Grausamkeit werden wir uns zunutze machen. Wenn Uruks gegen Uruks aufbringt, hätte ich große Lust, euch jämmerlichen Haufen jetzt. Unsere Marionette ist vor Ort. Wir sind bereit für unseren letzten Schlag. Die Schützen, die Feuer verschießen können, sind am besten ausgebildet. Gib deinen Willen auf! Unsere Pfeile verbessern seine Chancen. Todesgesandter! Das war dein Werk, nicht wahr? Wolltest dir sicher einen Vorteil verschaffen. Komm ein andermal zurück und dann wird dir das auch sehr leid tun. Du kannst uns nicht alle aufhalten, Waldläufer! Stehen bleiben! Das wird nicht funktionieren! Wir werden dich überrennen! Marvins Plan hat uns große Macht verliehen. Macht sollte nicht verschwendet, sondern genutzt werden. Die Königin wird uns zeigen, wie. Marvins Strategie scheint aufzugehen. Nun können wir der Finsternis mit einer eigenen Armee entgegentreten. Ein Spiegel, der sich bereit macht, sein Ebenbild zu zerstören. Wir sollten zu Marvin zurückkehren. Sie wird uns mehr sagen können. Entschuldigung.
können wir unbezwingbar sein. Der dunkle Herrscher Sauron ist noch schwach. Unsere Armee kann ihn vernichten. Geht's dir gut? Oh ja. Ja. Jetzt, da ich dich endlich sehen kann. Oh, mein Kind. Deine Mutter befand sich in den Klauen eines sehr mächtigen Zauberers. Talion, es tut mir leid. Saruman brachte dich gegen meinen Willen her. Ich suchte seine Hilfe und wurde zu einer Gefangenen in meinem eigenen Körper. Was habt ihr in euren Visionen gesehen? Ich habe Saurons Diener gesehen. Den Turm. Und die schwarze Hand. Sie bringen viel Leid. Falls du wissen willst, wo sie sind. Jenseits des Nonnenmeers. Ihre Armee. Wie stark? Stark genug, uns zu vernichten. Dann brauchen wir wahrlich eine Armee. Die Krankheit zehrt noch an dir. Ruhe nun, Mutter. Ich bereite unsere Abreise aus Mordor vor. Saruman ist ein Istari. Mit der Macht des Rings hätte er eine gewaltige Armee gegen den dunklen Herrscher führen können. Jetzt werden wir das übernehmen. Nur ist eine Garnison von einer Armee noch weit entfernt. Ja. Für eine wahre Armee müssen wir mehr Häuptlinge beherrschen.